Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Oh, dankeschön. Dankeschön. I love you. Und weiter geht's. So, zack. Iron Bass, jetzt können wir auf jeden Fall den Stall machen, Jungs, oder? So, das ein Iron Bar haben wir jetzt noch hier. So, Hardwood. Komm, wir brauchen nur die beiden Sachen und 10.000 halt. So, das ist schon mal schön, dass hier so ein Wo ist. Check eine Stager. Es ist nicht viel wert, glaube ich. So, an sich können wir die Sachen nicht gießen. Ihr wisst ja warum, wir haben die Gießkanne noch nicht. Und alles klar, a new chick hatched. It looks odd. So, da ist ein Ding war, ein Void Egg. Nennen wir dich mal Void Chicken. Ihr seht schon. Das ist kein normales Viech. Und Wolle! Geil. Endlich. Schon mal ein Larcheck, schön. So, Void Chicken seems curious, but a little... Also wir haben auf jeden Fall hier ein neues Huhn. Das produziert nämlich dann Void Eggs. Und es gibt noch eine Art neues, wie soll ich das erklären? Neues... Ich weiß nicht, ob man das hier kriegt. Hier. Boah. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es gibt auf jeden Fall noch eine neue Art von Tier und die haben wir noch nicht gesehen. Noch gar nicht. Und dafür brauchen wir halt auch kein Upgrade oder sowas. Es ist halt auch einfach nur Glück, dass man das bekommt. Außer wir können es natürlich kaufen, was auch ganz geil wäre. Und zwar brauchen wir ein Dinosaurier-Egg. Und dann können wir das nämlich auch inkubaten. Das heißt... Wir haben dann ein Dinosaurier, das Dinosaurier-Eier legt, ja. Und das ist einfach nur geil, weil die Dinosaurier-Eier 350 Gs wert sind oder sowas. Und ich glaube, Dinosaurier-Mayonnaise ist 1000. Ich bin mir nicht sicher, ja. Ich werde jetzt auch nichts Falsches sagen. Da bin ich mir absolut nicht sicher. So. Jawohl, du gibst Milch, das ist sehr schön. So, zack. Jawohl. Ich habe jetzt wie viel Milch? 5. Na gut, von mir aus. Also ich muss auf jeden Fall Futter kaufen. Das reicht für morgen nicht auf jeden Fall. So, so, Duck Egg. Machen ein bisschen Duck Egg Mayonnaise. So, Wolle können wir ja auch hier... Ja. Stimmt, lass mal 4 Clothes. Müssen wir sparen. Und dann können wir diese Mühle bauen. Lol, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja richtig cool. So, jo. Zack. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Wenn wir diese Dinge essen, das ist nichts gut. Nichts gut, nichts gut. So, dann müssen wir halt Futter kaufen. Und wie lange das dauert, bis das hier fertig ist mit der Klamotten, da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt heute fertig wird oder. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Na, oh mein Gott! Alter, das war knapp. So. Gut. Na, dann geht's jetzt ab zu. Ab zu Mani, würde ich mal sagen. Und dann müssen wir auch noch auf jeden Fall wieder zum Secret Forest. Boah, Jungs, wir haben echt so viel zu machen, ja, jeden Tag. Das ist schon ziemlich krass. Aber gut, das mit dem Secret Forest ist ja eigentlich nur deswegen, weil wir die Sachen upgraden wollen. Wieso konnte ich mit dir nicht reden? Supply Shop? Bräuchte mal so einen automatischen Mausklicker, weil darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ist halt absolut nervig, Jungs. So, wir kaufen, bis wir 10.000 haben. Weil sonst können wir ja natürlich den Stall nicht kaufen. Was klar ist, oder? So. Mehr kauft man nicht. Ihr wisst auch wieso. Wegen dem Stall. Den wollen wir nämlich heute machen.
Also bauen lassen auf jeden Fall, das ist safe. Dann, bis der fertig ist, dauert er eh ein paar Tage. Und dann können wir eigentlich schon langsam die Mühle machen. Glaube ich zumindest, dass die Mühle dann, also die Mühle herstellen können. Weil wir dann 4 Close haben, ich hoffe es mal. Zumindest sparen wir halt so lange und dann haben wir das halt bald. Und die Mühle wäre eigentlich ganz geil. Also die Mühle ist auf jeden Fall cool bestimmt. Dann holen wir uns halt ein bisschen Wheatseeds und Beetseeds. Können wir daraus immer Zucker machen und so weiter. Wisst schon Bescheid. Und Mehl können wir machen. So, Jungs. Na dann. Dann gehen wir jetzt zum Stall. Oder eher gesagt, wir gehen erstmal nach rechts lang. Dann müssen wir eh Schmied vorbei. Müssen wir eigentlich nicht, eigentlich. Wir müssen an so vielen Orten hin jetzt. Das wird ein bisschen zeitintensiv. Aber wir müssen das alles zeitlich eigentlich hinkriegen. Also, dann können wir eigentlich auch sogar in den Strand gehen sogar. Das müssen wir sogar trotzdem noch zeitlich hinkriegen, weil alles um 5 pm erst zu hat. Und das schaffen wir alles zeitlich locker safe, Jungs, also ohne Probleme. Also ich brauche mich gar nicht zu beeilen, aber trotzdem, machen wir halt. Trödeln wir halt nicht unbedingt, müssen wir ja nicht. Und wir könnten auch mehr Krabbenpots machen, weil die bringen nur Gewinn. Die bringen rein Gewinn. Weil ich meine, den Bait kriegt man ja jedes Mal raus. Der kostet ja nur 5G. Je. Und das ist halt nicht viel. Kriegt man jedes Mal raus. Also man kriegt ja immer mindestens eine Sache, die 30G wert ist. Das heißt, da machen wir schon Gewinn. Und die 1500G machen wir halt irgendwann auch mal. Die holen wir auch irgendwann mal raus. Da wird es ja jeden Tag produzieren können. Also das ist auf jeden Fall safe. Bei den Tieren bin ich mir da zum Beispiel überhaupt nicht sicher. Ob die uns Gewinn machen. Da bin ich mir echt nicht sicher, aber die machen auf jeden Fall also mit denen verdienen wir schon ziemlich viel, also man muss es schon mal echt zugeben. So, Dankeschön. So, dann haben wir ein Upgrade auch geschafft. Das nächste Upgrade ist getan, Jungs. Das heißt, es gibt nur noch ein Upgrade von der Gießkanne. Bis wir das dann auch vollständig abgegradet haben. Und bis das Community Center aufgebaut ist, dauert auch nicht mehr so lang. Also viel ist ja jetzt echt nicht mehr. So, du bist zum Glück da. Sehr schön. Construct Farm Buildings. So. So, wir können jetzt erstmal alles nach der Reihe durchgehen. Hammer. Wir haben sogar das Deluxe Koop. Da müssen wir noch das Deluxe Bahn machen. Wellhammer. Silohammer. Mühle. Das ist jetzt sogar der nächste Schritt, aber wir haben genug Geld. Wir haben nur keine Clothes. Chat. Das ist eigentlich nur so ein leeres Haus. Aber wir zeigen es. Ich hole es mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall holen wir uns das. Das kostet nicht viel. 15.300 Wut ist nicht viel. Aber zuerst kümmern wir uns um den Stall, dann gibt es den Slime Hutch. Das können wir auch schon bald machen. Und dann gibt es halt nur noch das Upgrade. So, Build, Stable. Das braucht wahrscheinlich nicht viel. Das können wir direkt hier bauen, oder? Ja. Warum nicht? Gut. Dann haben wir ein Gebäude schon mal weniger. Da brauchen wir noch die Mühle, das Slime Hutch, glaube ich,
Und noch irgendwas? Chat. Also Mühle, Chat, Slimehutch und Deluxebahn. Das sind vier Gebäude, die wir noch gar nicht gesehen haben. Oder eher gesagt, noch sehen sollten. Wie auch der Stall, den sehen wir auch bald, aber den haben wir ja schon. Den machen wir ja halt gerade schon. Das heißt, das kann mir erstmal keiner wegnehmen. An sich ist noch nicht mehr viel zu tun. Zack. 35 Hardwood, das ist schon mal ziemlich nice. Zack, 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 zack. Ja gut. Wir bräuchten mehr Iron Ore. Wir müssen jetzt nämlich als nächsten Schritt das hier. Sollten wir echt mal auf Eisen bringen, damit wir alles so auf die gleiche Stufe haben. So. Das haben wir jetzt auf Gold. Dann müssen wir das als nächstes als Gold machen. Das heißt, wir sollten auch mal hier ein bisschen mehr Gold machen. Gold sollten wir auch schmelzen. So. Gut. So. Die Kleidung sparen wir uns jetzt mal auf. Da bin ich mal gespannt. Ah, okay. Das heißt, es hat uns nicht so viel gebracht, das Golden Upgrade. Weil wir es ein bisschen falsch gemacht haben. Okay. Wir haben die ganzen Sachen, die wir hier dort begießen, halt aber komplett falsch gelegt für die goldene Gießkanne. Aber ist auch nicht so weiter schlimm. So, zack. Die Cloves, die sparen wir erstmal. So. Brauchen ja vier Stück. Und, ja. Dann haben wir auch bald die Mühle. Also das ist auch auf jeden Fall safe. Und so an sich. Na gut. Das Chicken Stager ist sogar 50G wert. Muss ich nicht. Aber ist auch nicht viel. Ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Ah, wir haben schon wieder 5000. Das lässt sich doch sehen. Okay. Geh ruhig in die Stadt. So, Gold können wir hier reintun. Als nächstes wäre sogar die Axt dran. Können wir sogar bald schon verbessern. Wir hätten sogar das Geld für. Wieso produzieren die keine Wolle? Warum? Was ist denn los mit euch? Warte mal, das Void Chicken, das würde ich gerne hören, ey. Boah, ist das cool, Jungs. Boah, ich bin aber gespannt, ich muss euch mal nachgucken, wie man das Dinosaurier-Eck bekommt. Dann haben wir eigentlich alle Tiere so gesehen. Müssen wir nur noch das Deluxe-Bahn holen und dann haben wir eigentlich alle Tiere. Weil wir haben zwei Hasen. Das ist für mich voll okay. Brauchen jetzt nicht 1000 Hasen. Weil ich sehe bis jetzt nicht, dass sie irgendwelche Wolle gemacht haben. Oder irgendwas bis jetzt gemacht haben. Ja. Das ist nicht ganz cool, was er da macht. Die Kühe machen es nämlich ganz geil. Dafür liebe ich euch. Du hast keine Milch, Alter. Was ist denn los mit dir? Du hast aber Milch, das ist doch sehr schön. Guck mal, die sind alle froh. Das ist auch schön. So. Oh, an sich, ihr kriegt auch alle euer Futter. So. So. Gießkanne nach oben. So.
Mann, die goldene Gießkanne hat überhaupt nichts gebracht. Die bringt echt nichts. Zumindest hatte jetzt für mich keinen Vorteil mit diesem Farmschema hier. Wir hätten immer so in 9er Schritten gießen. Hätten wir wirklich so machen müssen. Aber gut. Gut, dass sie hier das schon mal hier alles macht. So, was gibt's denn jetzt noch so zu tun? Außer eigentlich mal zu gucken. Oh, Freitag. Vielleicht verkauft die ein Dinosaurier-Egg. Das wäre geil. Oder Rare Seeds, das wäre auch ganz cool. So, Summer Spangle. Ein Summer Spangle, braucht man das? Glaub nicht, oder? Nee. Schade. Der hat nichts wirklich irgendwas Interessantes für mich. Überhaupt nichts. Und ich glaube, Dinosaurier-Egg kann man beim Artefakt-Hunting bekommen. Bei der Railroad. Stimmt, das war genau... Ja, stimmt. Das habe ich schon mal nachgeguckt gehabt. Gut, das müssen wir halt einfach mal suchen. Und das ist halt einfach nur reine Glückssache. Ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt. Da habe ich absolut keine Ahnung, aber ich glaube, es ist auch nicht so selten. Und wenn wir das überhaupt finden, dann ist es, das ist ja ein Artefakt. Also wir müssen das auch mal... Ja, das müssen wir, wir müssen das halt zweimal holen. So gesehen, einmal fürs Museum und einmal, damit wir das so haben. Aber ich glaube, für ein Museum juckt mich echt nicht. Wir wollen lieber ein neues, also... Dass wir alle Tiere haben, oder? Dass ihr mal alle Tiere seht, was sie so machen und so. Ich denke, das ist euch viel wichtiger als irgendwelche Rewards, weil ich glaube, dass wir das Museum machen wir sowieso. Schaffen wir niemals voll. Also zumindest schaffen wir schon. Also es ist halt einfach nur eine Glückssache und es dauert halt Ewigkeiten. Auf Steam sogar ist es. Es gibt ein Achievement dafür und 0,3% aller Spieler, die das Spiel hier spielen, haben das. Und das sagt schon alles, oder? Würde ich mal jetzt sagen. Und das ist genauso wie mit Journey of the Prairie King. Also, ich weiß echt nicht, ob ich das wirklich durchziehen will. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist auch die. Das ist wirklich eine Zeitverschwendung. Ich überlege das wirklich noch, ob ich das überhaupt mache. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, ja. Also, ehrgeizig das zu versuchen, hätte ich jetzt echt nichts dagegen, aber... So an sich lohnt sich der Aufwand für mich überhaupt nicht, weil... So krass beliebt ist das Projekt erstmal nicht. Das heißt, warum sollte ich dann sowas dann riskieren? Oder sowas machen? Wisst ihr, was ich meine? Aber ich überleg's noch, Jungs. Also, wenn es... Ich will jetzt auch nichts sagen mit Klicks oder sowas. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es halt fehlt halt die Motivation und allgemein ist das halt auch ziemlich schwer. Es liegt nicht nur an den Klicks, also es fehlt, versteht mich nicht falsch, ja. Ich zeige euch ja trotzdem, das Spiel kommt ja trotzdem, auch wenn es nicht so viel geklickt wird, kommt ja trotzdem und an sich mache ich ja trotzdem noch, zeige ich euch trotzdem sau viel, obwohl es vielleicht nicht viel interessiert hier. Aber erstens, es ist sehr, sehr schwer, das zu schaffen und das habe ich, wir haben es ja schon mal versucht. Und da haben wir auch schon ist ziemlich lang gebraucht. Wir haben sogar zwei Parts mal versucht. Und da haben wir es halt noch nicht geschafft. Und da ist halt, das ist halt das Problem. So, an sich muss man das schaffen. Aber das überhaupt packen. Motivation hätte ich schon, wenn es auf jeden Fall. Naja, gut, eigentlich hätte ich auch nicht so die Motivation dafür darauf. Auch wenn es ein bisschen mehr geklickt wird. Also, ich glaube, auf jeden Fall hätte ich. Es kommt drauf an, wie gesagt, also.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es kommt, wie gesagt, darauf an. Wir versuchen es auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und wenn es nach 2 Stunden oder irgendwas... Ich werde auf jeden Fall einen Part machen. Und dann werden wir auf jeden Fall komplett bis zum Ende das Spiel versuchen durchzuspielen. Wenn es uns dann nicht gelingt, und ich denke mal, dass wir sehr, sehr lange versuchen werden. Und ich werde es auch auf jeden Fall sehr, sehr intensiv auch versuchen zu schaffen. Aber wenn ich sehe, es macht überhaupt keinen Unterschied und allgemein ich mache überhaupt nicht so viel Fortschritt. Also es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Level. Ja. Und das ist halt... Und allgemein, der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist halt auch richtig hart. Und da überlege ich mir auf jeden Fall noch, ob ich es mache. Ich überlege es noch. Also ob ich es schaffe. Und so an sich, wir finden hier einfach kein Dinosaurier-Eck. Das ist halt einfach reine Glückssache, wisst ihr, was ich meine? Und wir haben halt leider kein Glück. So. Foragen würde ich jetzt. Wood worth 50% more. Wieso habe ich Wood genommen eigentlich? Das mit dem Wood, dass es mehr wert ist. Naja, an sich kann ich auch mal Holz hacken und dann sehr viel Geld verdienen. Das ist kein Problem. Wenn wir die ganzen Gebäude haben, dann brauchen wir wahrscheinlich auch kein Holz mehr. Dann können wir den Rest verkaufen. Dann ist das eigentlich schon eigentlich ganz nützlich. Und... was machst du da? Gehst du fremd? Was wird das hier? Also ihr seht schon, oh mein Gott. Hier, das Journey of the Prairie King. Ihr seht schon, das ist halt... Wieso versuche ich das überhaupt hier? Brauche ich gar nicht zu versuchen, Jungs. Wenn man einen Tag mal... Und ich überleg's noch echt. Ich meine wirklich, wirklich, wirklich echt. Ob ich jetzt wirklich durchziehen will, ist es jetzt gerade wirklich so die gerade die Überlegung. Also es kann natürlich sein, dass ich es trotzdem durchziehe, wie ich es auch 99% sonst gemacht habe. Aber es kann auch, wie gesagt, auch die 1% mal sein, ne? Naja, gut. Also werden wir alles noch gucken, also. Chillt eure Base. Ich werde auch nichts großartig dazu mehr sagen, weil es ist einfach nur schwachsinnig darüber zu reden, wenn ich es dann vielleicht doch mache. Und ich glaube allgemein viel zu viel Schwachsinn, also. Ich bin lieber ruhig. So, zack, 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 so. Alter, wir haben 5 Winter Roots auch, als ob. Haben wir echt so viele bekommen? Ein Copper Ore brauchen wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das Geld bringt. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wenn es Geld bringt, dann ist es auch geil. So, Mix Seeds haben wir 17 Stück. Das ist auch schon ziemlich nice. So, dann können wir pennen. Copper Ore bringt 5G je Stück. Okay. Na gut, jetzt haben wir haben nicht viel Geld gemacht, aber wer ihn juckt's? Hey, ding, du, meinst, oh yeah, 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 yeah. Oh, wir haben einen Stall. Diamond, okay. I've got another challenge for you. Catch me a Linkord. They don't go down easy, but I know you can do it. Okay, was ist ein Linkord? So, wie nenne ich dich? Das ist einfach nur perfekt. Fährt Blue, komm.
So, ja. Also ihr seht, Jungs. Dann ist man schneller unterwegs. Okay, ich kann nicht mit denen in ein Gebäude wahrscheinlich reingehen, oder? Das ist schon mal schön zu wissen. Das heißt, in der Farm nützt er mir eigentlich überhaupt nichts. Also nicht sehr viel, aber... Ansonsten... Ist er nicht so gut wie immer da. Doch, ein Pferd ist ganz geil. Wir haben ja schon wieder kein Wolle bekommen, ne? Alter, die hat drei Herzen, die mag uns ja richtig, ey. Ah, hier ist unser Pferd. So, Zack. Milch. Wir haben echt nicht viel Milch bekommen. So eine goldene Milch. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem können wir eigentlich reintun. Ich weiß halt nicht, ob dann jetzt goldene Milch rauskommt. So, ziemlich viele Kaffeebohnen, was ich richtig geil finde. Aber ist trotzdem eine ganz gute Quelle mit den Kaffeebohnen. Wir müssen halt nur ein bisschen mehr pflanzen, glaube ich. Aber so an sich würde man trotzdem nicht so viel bekommen, oder? So, komm, Fat Blue. Wir gehen jetzt woanders hin. Oh yeah. Oh yeah. So, dann werde ich jetzt ein bisschen Kaffeebohnen machen. Oder eher gesagt, Kaffee machen. Also sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Das ist schon mal... Das ist doch schön, oder? So. Das ist doch schön. Als ob. Braucht er wirklich zwei Plätze? Ja, der verbraucht zwei Plätze. Das heißt, wir müssen diese ganzen Dinge hier wegräumen. Und das ganze Zeug brauchen wir sowieso nicht. Ich kann mir einfach ziemlich viel Holz hacken dann in nächster Zeit. Das heißt, wenn wir trotzdem noch viel Freizeit übrig haben, können wir Holz hacken und verdienen damit sehr viel. Zumindest wenn wir alle Gebäude dann fertig haben. Dann geht das auf jeden Fall, Jungs. Kann das Pferd Schaden nehmen? Ich hoffe mal nicht. Hier laufen wir kranke Viecher herum hier. Da ist schon mal Stream, oder?
Da ist ein Stream, Jungs. Leider nur ein bisschen Copper bekommen. Guck mal! Lol, das war ja verbuggt. Wieder mal. Haben wir schon öfters gehabt, ne? Das ist so behindert. Aber auch ein bisschen lustig. Also diese Copper-Ores, die brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch irgendeinen Nutzen für uns hat, so Copper-Ore. Ich werde die trotzdem, ich sage mal so, wir werden die trotzdem sparen, oder? Weil 5G macht jetzt auch keinen Unterschied. Weil das könnte man eigentlich sogar öfters gebrauchen. Und davon weißt du halt selber nicht, ob du das brauchst oder nicht. So, und das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, komm, ey, das ist hier komplett dumm gemacht, finde ich. Fürs Pferd. So, hier muss ich wahrscheinlich dann das Pferd absetzen. Ich werde es selber schon... Nein! Oh Gott, ist das nervig, ey. Jetzt muss ich das ganze Scheiß hier machen. Zack. So, ganz gechillt, Leute. Mit dem Pferd ist es echt chillig. Es geht viel schneller alles. Muss ich dich füttern? Bin mir echt nicht sicher, ob ich das füttern muss. Gut, wir haben ziemlich viele Sachen hier drin, ne? Das ist krass. So, zack. Alles können wir verkaufen eigentlich. Außer Hardwood. Und das, doch, das können wir verkaufen. So, können wir verkaufen. Gut. Also, der Stall ist echt ganz geil, Jungs. Also, der ist echt cool. So, Klauf brauchen wir noch dreimal. Gut, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Alter, dass wir so spät erst Klauf bekommen, das ist echt krass. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein. Ciao, und das sieht doch ganz gut aus hier, 6600. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von Stardew Valley. Ciao, Jungs und Mädchen.